Na. Und damit guten Morgen, guten Tag, guten Abend in der Alpha Star Citizen 1.2.1. Das ist immer so ein reiner Soundcheck, den ich jetzt hier gerade unternehme. Ich habe knappe 30 FPS. Also, ich war ja letztens schon angefixt von einem Video eines Kollegen. Der hat das auch gespielt, beziehungsweise ist immer noch dabei eigentlich. Und ja, hab mir gedacht, da es jetzt mal wieder so ein Free-for-All gibt, also hier, dass man auch als Nicht-Package-Besitzer spielen kann, habe ich mir gedacht, lädst du mal runter, probier es mal aus. So, ich habe jetzt gestern mal die Hornet F7C genommen, die ist eigentlich okay, die Mustang habe ich jetzt noch nicht getestet, die Aurora, ja, ist nicht ganz so meins, aber testen wir jetzt mal die Mustang Alpha, Mustang Delta, ne, nicht Alpha, Delta. So, Landing Pad A01, da latschen wir jetzt mal hin. Landing Pad 1 bis 4, dann müssen wir hier durch. Da steht es auch schon, 1 bis 4. Dann holen wir uns mal unser Schiffchen benutzen und die Schleuse geht auf. Benutzen, um wieder zu schließen. Logisch, wir müssen ins Weltall. 3 bis 4, 1 und 2. Da, wo der Kringel ist, Mustang Delta, da steht schon mein Schiffchen bereit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwann mal der Fall war, damals, vor einigen Wochen oder Monaten, ob es möglich war, anderen Leuten ihre Schiffe zu entwenden, die sie sich hier, oh, wer kommt da denn, die sie sich hier, besorgt haben, beziehungsweise haben liefern lassen. Wo kommen wir denn jetzt hier rein? Da. Achso, genau hier. Use. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Oder es war auch nie der Fall. Ich weiß nicht genau. Ich meine, es war mal der Fall. Halt. Da muss ich hin. Genau. Das Cockpit ist schon ein klein wenig größer. Was haben die jetzt vor mir? Ah, was ist das? Ah, jetzt bin ich hinter dem Sitz. Nein! Your journey begins now. Ah, nein! All systems operational. Ja, toll, so sehe ich aber nichts. Ich muss nochmal raus. Warte mal. Ich muss hier nochmal aussteigen. Irgendwie bin ich jetzt gerade so halb reingeglitscht. So. Versuchen wir es nochmal. Use. Und. Ja, schon besser. Viel besser. So sieht man doch was, was vor einem ist. Oh, was ist das für ein geiles Teil? Das sieht aber nice aus. All systems operational. Okay, wir sind bereit zum Start. Eigentlich müssen wir uns noch unsere Starterlaubnis einholen. Das lassen wir jetzt aber mal eben. Wir heben direkt ab. Contact. Flight assist disabled. Und los geht's. Hui. Okay. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie man die Außenansicht aktiviert, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Macht ja nichts. Warte mal, wie dreht man nochmal? Genau, so. Mit A und D. Okay. V war eine Stufe schneller. Genau. Wow, zu schnell. B war... Select Destination, genau. Ah, okay. Das wollte ich haben. So. Comaria 37. Wo fliegen wir denn mal als erstes hin? Was können wir denn mal? Shipping Hub ist Reparatur. Oh, hier sind so viele Punkte. Das ist Wahnsinn. Ja, dann. Hä? Achso. Alles klar.
Ja, ich denke mal, wir fliegen mal zu Common Ray 126. Quantum Travel engaged. Und springen da mal hin. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Complete. Okay. Contact. Contact. Scanning. Got the situation handled. Scanning. Contact. Oh, klasse. Oh, ich hab noch. Oh, wow, oh, oh, jetzt geht's hier richtig in die Knie. Oh, 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 10 FPS. Eieieiei. Ei, 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 ei. Scanning. Scanning. Also im Moment. Da jetzt mal wieder so ein paar Tage sind, wo jetzt alle spielen können, ist es natürlich klar, dass das dann ein bisschen in die Knie geht. Ein klein wenig serverseitig, aber mal sehen. Unser Ziel. Shield at full strength. Okay. Oh, 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 red out. Unser Ziel, hallo. Komm her, du Ziel. Hä? Da unten muss er sein, irgendwo. Und ist die Station? Hä? Wo ist denn jetzt unser Ziel? Hallo? Das soll jetzt der Blödsinn. Wow, bin ich schon beschossen hier damit. Na, da ist er. Da ist er doch. Achso, das war jetzt eine Stufe zu schnell. Ich kann mich kaum noch drehen. So. Besser gehen. Da fliegt unser Ziel. Ist natürlich noch ein bisschen weit weg, aber naja. Fliegen wir halt mal hin. Passt schon. Wir werden wahrscheinlich eh zerstört. Geh doch mal kaputt, Mann! Geh kaputt! Oh, oh! Oh, das. Da hat man jetzt ganz kurz gerade sein Schild aufblitzen sehen. Nett, nett. Wir fliegen immer aneinander vorbei. Keine weiteren Ziele in der Nähe, scheinbar.
Dann fliegen wir doch mal darüber. Strengen da mal ein. Aktivieren das Ding. Halt! Stopp! Area looks clear. Das go ahead and reset the array. Das war echt knapp. Mal ein bisschen nach oben. War nicht so weit, nicht so weit. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Okay. Steuerung F für aussteigen. Dann gehen wir da mal rein. Wow. Na gut, dann steigen wir halt nicht aus. Ganz normal zumindest nicht. Glitschen wir einfach durch Schiff durch. Passt schon. Ein bisschen drehen, sonst wird dann schwummerig hier. So, und rein da. Oh, ein Schatten von mir. Ist er weg? Da ist er. Das bin ich. Schwebt ihr gerade in die Station hinein. Go ahead and EVA to the control panel. Na, wo ist denn das Kontrollpult? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Area looks clear. Go ahead and reset the array. Alles klar. So, benutzen. Okay. Alles klar. Alles klar. Oh, nice. Nicht hochgefahren. Cool, cool. Au. Well, now that you know how it's done, if you come across any more downed arrays, go ahead and reset them. Only if it's safe, though. I don't want you tangling with outlaws. Da geht's raus, okay. Let me out of here. Black Screen? Was ist jetzt los? Absturz? Wahrscheinlich ja. Ja, okay. Scheinbar Absturz. Tja, Pech. Alles klar, das war eh nur so ein Soundcheck. Bis dann.